Hallo Leute, mein Name ist Jason Wesker und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Darkwood. Ich bin gerade einem Geräusch auf der Spur. Kommt einfach mal mit. Ich hab's doch gerade eben noch gehört. Hier oben sind einige Hunde, denen ich gerade noch entkommen konnte vorhin. Jo. Es war so eine Art Singsang. Aber wirklich kaum, dass ich das Video gestartet habe, war es weg. Ich bin hier gerade ein bisschen am Suchen, habe auch schon ein paar Sachen gefunden, ein paar Leichen durchsucht. Habe jetzt hier am Bach angefangen, habe mich bis zum Schrein durchgearbeitet. Und es wird auch schon wieder dunkel. Leider. Ihr seht hier den Schrein. Irgendein Relikt einer alten Kirche oder Kapelle, die umgestürzt ist, so wie es aussieht. Während ich offscreen ein bisschen weitergespielt habe, war ich unter anderem bei den verbrannten Häusern. Also hier ausgebrannte Häuser. Ja, da lagen
Es sind vielleicht ein, zwei, drei ausgebrannte Häuser. Einige Hunde streunen darum, was das Ganze nicht unbedingt sicher macht. Eine rote Wippe ist auch da. Keine Ahnung, ob das ein kleiner Spielplatz sein soll. Auf jeden Fall ist es ein Haufen ausgebrannter Häuser. Wie gesagt, mit einigen Hunden in der Gegend. Das heißt in der Gegend, die gammeln direkt in den Häusern und um die Häuser rum. Ist also nicht unbedingt sicher. Sind nur noch Ruinen. Wie gesagt, ausgebrannte Häuser. Innen bin ich ja halbwegs fündig geworden. Paar Lappen, paar Bretter, bisschen Alk in den Kleiderschränken, in Säcken etc. Ich konnte in der Zwischenzeit aus einigen Pilzen auch schon mal was kochen. Man kann sich ja Fähigkeiten und Fertigkeiten kochen. Ich kann jetzt weiter sehen. Allerdings muss man sich, so wie es aussieht, mit jeder positiven Fähigkeit, die man sich aneignet, auch eine negative Fähigkeit aneignen. Ich habe mir jetzt das Adlerauge geholt, was heißt, ich kann weiter in die Ferne sehen, musste dazu aber auch die Fähigkeit Schatten nehmen, die besagt, dass es gefährlich für mich sein kann, im Dunkeln zu verharren. Ich habe das schon probiert, im Dunkeln zu verharren, also ohne Generator anschalten. Ihr habt es ja selber letztes Mal gesehen. Ich habe dann entweder einen Geist gesehen oder mein Verstand hat mir einen Streich gespielt, aber dieser Typ war auf dem Bett gesessen. Der, ich glaube ja, es war der gleiche, der mich geprügelt hat wegen dem Schlüssel. Und es scheint so, dass so oder so Viecher kommen nachts. Pilze sind bisher nur einmal gewachsen auf Nacht. Meine Werkbank habe ich aufrüsten können mit ein paar Brettern. Ich hätte eigentlich bei den Holzscheiten wäre noch eine andere Kiste gewesen. Aber ich habe viel weiter, ich glaube bei der Farm war das. Man muss dazu sagen, nee. Westlich war ja irgendwo auch so ein bisschen Felder, angelegte Felder, die dann allerdings in ein ganz kleines Haus geführt haben, total dunkel, ich habe gar nichts gesehen. Und nee, das war im Westen und dann habe ich mich halt weiter, es war ungefähr hier, wie gesagt, im Westen irgendwo. Nee, und dann bin ich eben von den Feldern, die irgendwo im Westen waren, direkt wieder zu den ausgebrannten Häusern. Irgendwie, fragt mich nicht wie. Na gut. Obwohl Dietrich kann ich eigentlich gleich behalten, wenn ich mal so drüber nachdenke. Was ich tun könnte, ist bei der Säge und... Ach so, Dietrich ist sowieso. Ja, dann.
Bisschen Benzin nachfüllen im Generator. Den Rest einfach mal in die Säge. Mir ist es jetzt schon passiert, dass ich die Nacht wirklich durchgemacht habe. Ohne Licht und habe überlebt. Kann mir aber auch passieren, dass Gegner reinkommen, und letztes Mal hatte ich ja Pech, da hat dann einer wirklich die Tür aufgedrückt und mich mitsamt dem Schrank weggeschoben. Ist fraglich, ob die das wirklich jedes Mal bringen, ob die wirklich so stark sind. Kochen speichert anscheinend doch. Wenn ich jetzt mal eben Hauptmenü gehen will, zum letzten Mal gespeichert vor 6 Sekunden. Also Kochen anwählen speichert. Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Den Schrank wieder davor. Ich habe mir auch in der Zwischenzeit einen Brunnen gebaut. Wasser trinken regeneriert Leben. Habe die Tür hier verbarrikadiert. Weil die Kettenfalle hat anscheinend einen Scheißdreck gebracht. Ich kann nur vermuten, dass da irgendwas reingelaufen ist und sich losgerissen hat, mit ziemlicher Leichtigkeit anscheinend, und dann sich dazu entschlossen hat, mich töten zu wollen. Was auch immer das für Viecher sind. Menschen könnte das ja vielleicht noch halten. Vielleicht, ich kann es nicht beurteilen. Aber was auch immer da draußen rumläuft, kann nicht gehalten werden von einer einfachen Kettenfalle. Gut, es wird dunkel. Ich könnte mir mal eine Fackel bauen. Ich habe 10 Bretter, ich habe Lappen, ich habe Alkohol, ich habe Zündhölzer. Ich habe eigentlich von allem genug. Nur ein bisschen mehr Alk wäre gut. Und jetzt gehe ich wirklich mal, stelle mich gleich an den Schrank und drück mich damit gegen die Tür. Und jetzt heißt es warten, während langsam die Dunkelheit stärker wird, dichter wird und sich ausbreitet. Wenigstens ist es eine regnerische Nacht. Was eigentlich scheiße ist, weil was auch immer im Wald rumrennt, sicherlich sich freuen wird über ein bisschen Trockenheit in meinem Unterschlupf. Aber der Sound
Das Geräusch des Regens ist schön. Sorgen mache ich mir erst, wenn ich wieder mal Schritte höre und Geräusche von knarzenden Türen. Mich hat es ja zuletzt erst wirklich gerissen, als ich dieses Geräusch gehört habe, also irgendwas verschoben wurde und ich war vor dem Regal. Allerdings war ich nicht wirklich drangelehnt. Also ich war sofort in Panik. Ist es der Hocker? Ist es das Regal? Was ist es? Ihr seht, es wird dunkel. Es würde noch schlimmer. Das ist jetzt noch gar nichts. Inwieweit der Regen den Nebel beeinflusst, kann ich allerdings gar nicht sagen.
Okay. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Und ich habe keine Ahnung, was ich da aufgehoben habe. Steht ein Fragezeichen. Eine relativ ruhige Nacht. Hey, ich kann das Ding kochen. Okay. Scheiß drauf, kochen wir es. Dietrich habe ich bei. Fackeln habe ich auch zwei Stück. Ich habe eigentlich keine große Lust, aber schauen wir uns doch, obwohl. Hochzeit. Okay, das ist der Bach. Hier, davon hatte ich euch erzählt. Dieses Feld, durch das man sich erstmal durchschlängeln muss. Ach, das ist Hochzeit. Okay. Was da eigentlich? Hier noch ein Feld. Hier oben geht es scheinbar nicht weiter. Nee. Scheint alles zu dicht zu sein. Alter, ich war gerade stuck. Was bist du denn?
Hier, genau, hier war auch ein Hund. Und dann geht's hier rein in diese Hütte. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den Unterschied. Ohne Fackel siehst du gar nichts. Mit dem Tisch hier kann man auch nicht wirklich agieren. Tische. Ein kleines Buffet oder was? Hat hier stattgefunden. Zerstörter Brunnen. Wagen. Ein alter Wagen, verziert mit farbigen Bändern und Blumen aus weißem Seidenpapier. Okay, also so eine Art Festholzwagen. Metalltür. Woher denn? Ich weiß nicht mal mehr den Code für die erste Tür. So kannst du also eine Fackel verschwenden, okay? Okay, hier geht's mal wieder nicht weiter. Okay, das lasse ich vielleicht lieber. Creepy.
Okay, da sind einige von euch. Nee, danke. Ah ja, hier die ausgebrannten Häuser. Hier war ich eben schon drin. Hier nicht. Das Ding ist ja total offen. Fenster, Loch. Fackel kaputt. Kann ich mir nicht noch eine Fackel basteln? Fuck off. Okay, weiß der Teufel, wo die anderen Kisten sind, aber hier sind welche, so viel weiß ich. Die habe ich nämlich letztens schon mit einem Dietrich aufgesperrt. Irgendwo hier war noch eine Kiste.
das ist mies. Okay, ich nehme erstmal so einen Pilz mit. Und dann ist es eh schon allerhöchste Zeit. Fuck off. Fuck off. Was verstehst du daran nicht? Die Pilze können übrigens auch verfaulen. Also ich habe jetzt schon zwei in meinen Schrank gepackt und die sind dann einfach schlecht geworden. Was denkbar scheiße ist, wenn man bedenkt, dass man von denen die Essenz braucht, um Fähigkeiten freizuschalten. Und sie vermutlich auch nicht so oft auftauchen. Brot wiederum ist jetzt wie schon lange schon in meinem Inventar, war auf jeden Fall genauso lange und es ist nicht vergammelt. Brot habe ich übrigens gegessen, es hat dann meine Ausdauerregeneration beschleunigt. Also Brot, wenn du Brot isst, regeneriert sich deine Ausdauer schneller. Musste ich auch erstmal lernen. Wasser, wie gesagt, heilt dich, Bandagen auch. Jo, mit der rechten Kreuztaste kannst du halt die verschiedenen Stati durchschalten, die gerade aktiv sind. Wie zum Beispiel eben den Schutz der Nacht. Du bist im Versteck und stehst unter dem Einfluss einer schützenden Substanz. Sie wird dir helfen, die Nacht zu überleben. So. Jetzt schiebe ich aber den Schrank auch wieder hier vor. Was kann ich denn basteln? Bärenfalle wäre nicht schlecht. Ist halt fraglich, ob die dann nach einem Mal, wo jemand reintritt,
Ja, vermutlich. Fackel wäre sehr wichtig, aber wenn ich kämpfen muss, hält das Ding halt echt nicht lang. Und ich höre schon wieder Geräusche. Aber ich habe beim Kochen eh gespeichert, ne? Ja, vor einer Minute 43 Sekunden. Und es ist dunkel. Ich könnte mir auch ein Brett mit Nägeln machen, aber das ist halt, wo ist es? Brett mit Nägeln, eine simple Waffe. Was brauche ich? Zwei Bretter für ein Brett mit Nägeln, aber Nägel halt wirklich 10. Ich meine, komm. Ja, es soll eine Waffe sein, aber da reicht auch ein Brett. Das Brett kann ich dem Hund auch in die Fresse hauen. So, nee. Ich meine, ich brauche schon für ein Fenster zu verbarrikadieren, brauche ich schon 3 Bretter und 7 Nägel, was Sinn macht. 3 Bretter, große für ein Fenster. Jeweils 2 Nägel auf beiden Seiten. 3 mal 2, 6. Ja, und der siebte Nagel, keine Ahnung, wo die den hinstecken. Bei der Tür ist, glaube ich, das Gleiche. Wenn du eine Tür verbarrikadierst, da brauchst du dann genauso viele. Also auch 3 Bretter und 7 Nägel. Ich höre schon wieder Schritte und Knarzen. Alter, fick dich. Es ist irgendwas im Haus. Gerade wenn du dieses komische Grunzen hörst, weißt du, es ist was im Haus und es ist eins von diesen Viechern. Ah, wo war ich? Ach ja. Ich meine, ich habe 48 Nägel. Ich habe schon am Anfang, ich glaube, 20 oder so gehabt, weil die einfach irgendwo in meinem Haus rumlagen. Aber trotzdem, die Waffe hält nicht lang und ich weiß nicht, womit ich sie reparieren muss. Nur mit Brettern, nur mit Nägeln? Unwahrscheinlich. Bretter auf jeden Fall, aber wie viele Nägel? Ich will eine Axt haben. Ich habe am Anfang von dem fucking Prolog eine Axt gefunden. Oh nee, oh nee. Es klang gerade ein bisschen zu nahe. Alter, lass meine Tür in Ruhe. Alter, der schlägt mir die fucking Tür ein. Scheiß drauf, ich brauche die Bretter und die Nägel. Nägel? Wo sind die Bretter? Ich hab zu... Oh Gott sei Dank, ich hab genug Bretter. Habt ihr das gehört? Irgendwas ist rumgeschoben worden.
Dude. Okay, das Fenster ist noch okay, das auch. Das Fenster ist auch noch okay. Das auch. Auch das da. Der muss echt versucht haben, die Tür einzudreschen. Kann ich den Scheiß nicht reparieren? Ich kann es auseinandernehmen und dann wieder, aber das ist ja auch scheiße. Okay, wenn ich nochmal eine Nacht im Dunkeln bleibe, wird er die Tür einschlagen. Vermutlich. Gut, dass ich die andere auch verbarrikadiert habe. Ich habe zwei Dietrich. Wieso habe ich zwei Dietrich? Ach, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Unterirdischer Eingang.
Okay. Viel zu rauchen ist es ja nicht mehr, aber gut. Rucksack. Überreste von Pilzen, Kleidung, Sack. Rucksack habe ich durchsucht. Sack auch. Ach komm schon. Ach du Scheiße. Okay, Leute, wir machen im nächsten Part weiter. Bis dann.